herzlich willkommen bei 5 Minuten rund um den Film. In Linz beginnt's. Endlich dürfen wir in die Kinos gehen, endlich dürfen Festivals wieder stattfinden und Crossing Europe, das läuft bereits noch bis zum Sonntag. Mit über 123 spannenden Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilmen aus 40 Ländern wird dieses Festival heuer über die Bühne gehen. Es ist aber die letzte Ausgabe unter der Direktion von Christine Dollhofer. Gratulation zu Ihren erfolgreichen Jahren. Von Linz nach Graz, zur diesjährigen Diagonale, die fast unmittelbar an Crossing Europe anknüpft und am 8. Juni eröffnet wird, und zwar mit Armand Terrials Der Fuchs im Bau. Am 9. Juni werden gleich zwei Filme Gegenstand von Gala-Premieren, und zwar der neue Film von David Clay Diaz, Me, We, und Sargnagel vom Regieduo Hiebler-Ertl. Die Helmut-List-Halle in Graz wird erneut an diesem Festtage des heimischen Kinos zum größten Kinosaal Österreichs. Ein Tipp abseits der heimischen Filmschau, aber deswegen nicht minder wichtig. Wir alle kennen die Anlauf- und Beratungsstelle We Do. Sie sammelt seit geraumer Zeit Fälle von Diskriminierung und Ungleichbehandlungen, Missbrauch, aber auch sexuelle Übergriffe sowie Verletzungen im Arbeitsrecht. Sie bietet uns allen Beratung beim Umgang mit derlei Machtmissbrauch. Auf Initiative des Dachverbands der österreichischen Filmschaffenden wird es am 10. Juni in Graz die Möglichkeit geben, sich mit dem Team zu treffen und auszutauschen. Das Team berichtet auch über seine Erfahrungen, Sammlungen und den daraus entstandenen Konsequenzen auf struktureller Ebene, die gezogen werden sollten. So, und jetzt zu den Festivals internationally. Im Juni stehen die nun längst fälligen Publikumsveranstaltungen einiger Filmfestivals an, die bereits als virtuelle Branchenfestivals im Winter und Frühfrühling über die Wohnzimmerbühnen gingen. So feiert das internationale Filmfestival Rotterdam seit dem 2. Juni 5 Tage lang mit seinem Publikum und großartigen Filmen nachträglich seinen 50. Geburtstag. Und die 71. Berlinale findet mit ihrem Summer Special, wie angekündigt, als Open-Air-Kino seine Fortsetzung. Das Tribeca Filmfestival in New York begeht ebenfalls im Juni ein Jubiläum. Es wurde vor 20 Jahren gegründet. Heuer kann das Publikum die Filme sowohl Open-Air als auch im virtuellen Raum genießen. Amnesty International Animationsfilm findet plangemäß Mitte Juni statt. Das Filmfest München hingegen wurde um eine Woche nach hinten verschoben und läuft nun Anfang Juli. Deutschland. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, das wir alle wahnsinnig lieben. Spannend. Das Urheberrecht. Die EU-Richtlinie über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt muss natürlich auch in nationales Recht implementiert werden. In Österreich ist diese Reform noch im Prozess, wir waren ein bisschen verspätet, das Ganze über die Bühne bringen. In Deutschland allerdings hat jüngst der Bundestag die nötigen gesetzlichen Änderungen in ein brandneues Gesetz gegossen. Das heißt jetzt Urheberrechtsdiensteanbietergesetz. Und in diesem werden Upload-Plattformen stärker an die Kandare genommen, soll heißen, endlich in die Pflicht genommen. Die Wiedergabe urheberrechtlich geschützter Werke setzt demnach grundsätzlich den Erwerb einer Lizenz voraus. Was bedeutet das für Sie, geschätztes Publikum? Mehr Rechtssicherheit. Ja, Sie können weiterhin die Inhalte im Netz genießen, aber im Wissen, dass jetzt alles korrekt läuft. Und was Ihre Inhalte, die Sie produzieren, für das Netz betrifft, gibt es auch die Bagatellklausel. Was sagt die Bagatellklausel? Schnipsel aus Video-, Audio- und Textmaterial und die im Netz so beliebten Memes oder Remixe, Fankunst und Samples werden legalisiert, sofern sie nicht zu kommerziellen Zwecken dienen. Also genauer, 15 Sekunden bei Filmen, Laufbildern oder einer Tonspur, genau 160 Zeichen eines Textes, 161 geht schon immer, sowie 125 Kilobytes bei Fotos oder einer Grafik dürfen verwendet werden. Ja, ich hoffe, Sie haben alle Geräte, die das für Sie richtig bemessen können, auch gleich bei der Hand. Und dann noch etwas. Die lizenzfreie Nutzung urheberrechtlich geschützter Werke zu nicht kommerziellen Zwecken, wie zum Beispiel Zitate, Karikaturen, Parodien oder Pastiche,
können beim Upload als legal und damit urheberrechtlich mutmaßlich erlaubt gekennzeichnet werden, sodass sie nicht durch Filtertechnologien blockiert werden. Das klingt alles ein bisschen kompliziert und schwierig, aber wir schaffen das. In dieselbe Kerbe, wie nämlich gerade diese Uploads, schlägt auch das Leistungsschutzrecht für die Presseverleger im Internet. Sehr kurze, also wirklich sehr, sehr kurze Auszüge aus einem geschützten Beitrag dürfen aber auch hier frei verwendet werden. Das Setzen von Links bleibt ebenso erlaubt wie private Verwendungen. Für solche Art gesetzlich erlaubte Nutzungen urheberrechtlich geschützter Werke müssen die Diensteanbieter ab jetzt gerechterweise endlich eine Vergütung bezahlen. Für die Kreativen heißt das, sie haben einen Direktvergütungsanspruch gegenüber den Inhalteanbietern, aber der kann nur über Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden. Der Sprecher der Initiative Urheberrecht, Gerhard Pfennig, zeigt sich mit der Umsetzung in Deutschland in einem ersten Kommentar zufrieden. Die Urheberrechtslinie und damit auch das Gesetzespaket sollte zwei Ziele erreichen. Erstens den professionellen Kreativen Wege zur angemessenen Vergütung für die digitale Nutzung ihrer Werke ermöglichen. Weiters zielte die Richtlinie vor allem auf Druck des EU-Parlaments auf die Verbesserung der in vielen Staaten schwach oder kaum geregelten Verlagsstrukturen in Verwertungsverträgen zwischen einzelnen Urheberinnen und ausübenden Künstlerinnen einerseits und der Kreativwirtschaft andererseits ab. So Herr Pfennig. Die Spio sieht das anders. Die massive Kritik der deutschen Filmwirtschaft wurde weitgehend überhört, meint Spio-Präsident Nägele. Auf die filmwirtschaftlichen Betriebe werden höhere administrative Kosten durch umfangreiche Auskunfts- und Berichtspflichten zukommen, ohne dass diese durch bessere Lizenzmöglichkeiten kompensiert werden. Die Spio? Die Spio ist die deutsche Spitzenorganisation der Filmwirtschaft, der Dachverband von 17 Berufsverbänden entlang der Wertschöpfungskette. Filmproduktionen, Postproduktion, Filmverleih, Filmtheater, Videoprogramm. Wir werden sehen, was in Österreich geregelt wird. Und jetzt nach Brüssel. Unter der Prämisse des Wiederaufbaus, der Resilienz und der Vielfalt wurde dem Programm Kreatives Europa für die Laufzeit 2021 bis 2027 vom Europäischen Parlament ein Rekordbudget, und zwar in der Höhe von 2,5 Milliarden Euro, gewährt. Das ist ein Plus von 63%. Die Europäische Kommission hat kürzlich das Arbeitsprogramm für das erste Jahr der Laufzeit des Programmes angenommen und jetzt kann es losgehen, also einreichen. Besondere Schwerpunkte sind die Stärkung der Resilienz, also der Widerstandskraft des Kultur- und Kreativsektors und der dringend nötige Wiederaufbau nach der Covid-19-Pandemie. Das Subprogramm Media mit seinen Förderschienen für die audiovisuelle Industrie umfasst als Kernpunkte unter anderem die Verbesserung der Zugänglichkeit und Sichtbarkeit europäischer audiovisueller Werke auf verschiedenen Plattformen und über Grenzen hinweg. Ja, das ist jetzt auch nicht mehr ganz neu, aber aufgeben tut man einen Brief, wie meine Omi immer gesagt hat. Die einzelnen Förderprogramme werden in Kürze veröffentlicht und werden natürlich auch maßgeblich beeinflusst davon, wie kreativ die Kreativen sind bei ihren Einreichungen. Geschätztes Publikum, wir sehen uns bei Crossing Europe und anschließend bei der Diagonale und dann wieder bei 5 Minuten rund um den Film.